als der russische Sehnsuchtsort. In Deutschland gilt Baden-Baden. Das hat schon vor etwa 200 Jahren angefangen. Damals hat Luise von Baden den späteren Zaren Alexander geheiratet. Und heute kommen viele Russen nach Baden-Baden, vor allem Reiche, um dort einzukaufen, um Urlaub zu machen und einige auch, um dort zu leben. Und natürlich hat der Krieg gegen die Ukraine auch dort Auswirkungen. Baden-Baden, ganz schön mondän für ein 50.000 Einwohnerstädtchen, Luxus, wohin man blickt. Die Läden setzen auf kaufkräftige Kundschaft und die kommt seit Generationen vor allem aus Russland. Russischer Hochadel, Schriftsteller wie Turgenew oder Dostojewski, der seinen Dichterlohn im hiesigen Casino verspielte. Doch jetzt führt Putin Krieg. Und das spürt man selbst in Baden-Baden. Die Gäste bleiben weg. Es ist sehr schade. Auch natürlich, weil hier in Baden-Baden sehr viel russische Geschichte hat, sehr viele russische Gäste. Die Russen selbst wollen lieber nicht mit uns reden. Ihr verdreht uns eh das Wort im Mund, sagt der Besitzer dieses Schuhladens am Telefon. Und wer mit uns spricht, glaubt Putins Version, dass die Ukraine schuld sei und die russische Bevölkerung im Donbass terrorisiert hätte. Es war schlecht in Donbass. Ich wusste, dass da sterben die Menschen, Kinder. Ich konnte nie begreifen, wieso erzählt man das nicht. Viele Russen unterstellen den westlichen Medien, sie würden nicht die Wahrheit berichten und fühlen sich deshalb ausgegrenzt. Jetzt auf einmal sind wir ganz böse Leute. Das finde ich ganz schade. Also ich bin, also wie viele, wie auch viele andere, ich bin ein Krieggegner. Und dann gibt es die, die sagen, es sei Putins Krieg, nicht ihrer. In diesem Supermarkt kaufen Russen und Ukrainer ein, arbeiten Russen und Ukrainer zusammen. Krieg ist nie gut, egal ob es in Syrien ist, ob es in der Ukraine ist, ob es in Afghanistan ist. Krieg ist nie gut. Gemeinsam haben sie einen Hilfstransport organisiert. Lebensmittel, warme Kleidung für Bedürftige in der Ukraine.